waren ja auch bei uns beim Totengedenken dabei. Und es ist eine Zeit, wie Sie gesagt haben, wir in Österreich haben das Glück, dass wir hier in Frieden leben dürfen, dass wir gemeinsam auch Feierlichkeiten gestalten können, gemeinsam machen können, dass wir sehr lobenswert auch zu Sprachen immer kommen. Und das freut mich immer, dass Sie auch auf Deutsch einige Sätze bei dieser Gedenkfeier sagen. Das ist für uns auch eine Wertschätzung. Ich möchte mich auch bedanken, dass Sie wieder gekommen sind. Ich wünsche alles Gute und vor allem bitte richten Sie dem Herrn Bischof die schönsten Grüße aus. Er war ja vor ein paar Monaten auch bei mir im Rathaus. Wir haben uns sehr gut unterhalten und er hat auch ja, immer das Gemeinsame und diese gegenseitige Wertschätzung immer auch ja, sehr lobenswert gedacht. Und ich denke, das ist sehr wichtig und möchte mich daher recht herzlich bedanken und bitte liebe Grüße ausrichten. Ja, danke sehr. Vielleicht ein paar Worte. Also es, wir haben in Österreich Probleme mit der Ökumene, die sich auch sehr gut verstehen. Ich wollte das jetzt gerade sagen. Buch ist ja auch ein Beispiel für gelebte Ökumene. Und dafür dürfen wir auch sehr dankbar sein. Und wir erleben das ja auch hier in der Stadt Neusiedl, Ökumene. Und wir sehen es auch hier bei diesem Gedenken, wenn wir hier zusammenkommen. Und ich schätze das sehr.